Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Special-Folge von The Crew mit dem McManus. Hi Leute. Hallo. Den Sachsen-Netzplayer. Hallo ich. Und den Deko. Losgelassen. Hallo. So, wir haben 108 Kilometer vor uns. Wir fahren von Miami bis nach Las Vegas, ne? Genau. Genau. Miami bis Las Vegas. Fährt ihr jetzt runter? Wie ihr wollt? Ich zähle runter. Seid ihr bereit? Jawohl. Bei los oder bei 1? Bei los. Bei los könnt ihr die Handbremse loslassen. Dabei. Wir kommen ein bisschen gegeneinander, das ist gar nicht gut. 3, 2, 1, los! Das ist unfair. Fuck. So stark. Tino hat nicht die Handbremse, Tino hat das Gas losgelassen. War wieder genial. Oh Mann. Heute lernen sie fahren mit Tino. Nein, Randy, das waren NPCs. Oh, ich bin perfekt durch und dann kommt Quest von der Seite. Ja, sie sehen. Leck mich am Arsch. Ich war perfekt willst, durch und dann kommt Quest von der Seite. Moderator werden oder was? Wieso fahrt ihr alle geradeaus? Der Pfeil geht doch rechts. Der Pfeil ist noch nicht da. Kannst du nochmal markieren? Nee. Ich hab's markiert. Aber ihr fahrt. Wieso fahrt ihr alle markiert. Da lang? Weil es markiert wurde. Ich bin kurz falsch gefahren, Mensch. Vor allem, ich fahre da perfekt durch die ganzen NPCs, dann kommt Grab von der Seite, der einmal von rechts nach links rüberzieht. Egal. Ach man, das ist zu unfair. Mich. Das ist unfair, du musst einfach noch aus der Kurve mal das Gas nehmen. Hab ich, verdammt. Na, der Geldtransporter hat dich etwas überrascht, ne? Der hinter der Kurve gelauert hat. Bin ich reingefahren? Nee, aber er hat dich überrascht, weil da muss es auf einmal so einen Bogen drum fahren. Ach man, das ist so unfair alles. Soll ich mal mit einer Cold Oscar-Mine spielen? Ich hab nämlich noch hier das war nett. Im Mund. Was hast du im Mund? Ja, zieh halt nicht rüber. Alter, ich fahr in der Innensicht. Was knallst du denn in mich rein? Sag mal, bist du blind? Ja, du stehst vor dem Slalom-Test quasi, ziehst noch einmal rechts rüber. Grabs, mach keinen Fehler! Oh. Gott. Ja, stimmt, Innensicht hätten wir ja auch, ne? Ja, genau, ich fahr hier Cockpit. Schwanzsteg. Oh, das ja nicht geeignet. Müssen wir überflanken? Müssen wir kann man das essen? Oh nee. Oh Gott. Oh, Renni. Ja, wie gesagt, ich hab dich Platz da hier. Achso. Deswegen brauch ich vor. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Geh weg mit deiner Beulenbude da vorne, Junge, ey. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Geh vor dir. Au, ist ja leck. Oh, Mann. What the fuck? Ich bin einfach nur gerade hinten reingefahren. Ich hab ein bisschen Schwung gegeben. Das war bei 300 zu viel, das oder? Das war voll geplant. Ihr seid doof. Ich spiel mit euch nie wieder Monopoly, ey. Ohne Scheiß. Ihr seid so gemein, ey. Boah. Ich war schon 380, gib doch Gas. Oh Mann, ey. So, Tecmo. Ja, Junge, was war das? What? What? Wieso bin. What? Nein, nein. Apfelbaum. Wo bin ich da gerade reingeflogen, bitte? Ich hab keine Ahnung. Du hast mich gerade hinten drauf. Piu! Abflug, ey. Das war so fies, ey. Wir haben noch 97 Kilometer. Wie soll das ausgehen hier? Ja, wir haben 10 Kilometer gerade noch geschafft. Und wir hassen uns jetzt schon gegenseitig, ey. Was ist da vorne mit denen? Ach, hier müssen wir die Schleife fahren. Ja, ja. Was ist da vorne mit denen? Wir holen auf, wir holen. Ja, wir holen auf, Jungs. Wird doch mal sehen. So, jetzt aber hier. Schön rum. So weit hinten, der fertig ist im zweiten Gang. Ja, ich brauch dich ja nicht überholen, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, deswegen bleib halt drinnen, ja. Achso, du weißt nicht, wo es lang geht? Au. Nee, ja, ich hab keine Markierung. Achso. Deswegen bleib ich drinnen. Dann bremst ihn doch mal aus, verdammt nochmal. Da wäre noch was offen. Jetzt hat er wieder jemand gerammt. Oh, das ist sehr gut. Hier geht's lang. Da kommt ihr mit 300 entgegen, Krabs. Schön sachte. Ah, fuck. Oder auch nicht. Du bist natürlich durchgekommen, hä, du Held? Ja, natürlich. War klar, wenn ich alle musste aus dem zwar Weg durch die auf die Gegenfahrbahn kurz, aber... Ach
komm mir da aus dem Weg da. Wollte gerade so schön sachte links abbiegen. Danke. Kurz. Jo, gib mir Anschwung. Ja, ich konnte nicht mehr bremsen. Wo ist hier ein rücksichtsloser Fahrer? Nee, das war okay. Aber ich geh mal kurz runter von Gas. Ich muss mal. Nee, hier ist eine Kurve. Wurde gerade von Roxor angesprochen. Ach ja. Ah, der schreibt mir auch gerade. Zu dem Ort auf deinem GPS und alles wird aufgeklärt. Was will er mit meinem GPS und alles wird aufgeklärt? Oh fuck. Keine Ahnung. Rein in den Wald. Das war doof. Habt ihr eure Tempus jetzt übrigens mitgenommen? Ach, geht's jetzt gleich los dann mit Tempus? Das geht leider los mit Tempus, ja. Also in, was weiß ich, wie viele Kilometern wir da sind? 90. 80. Danke. Wahnsinn, ey. Darum das ist echt lang. Wuhuuuuck! Deck mich am Arsch, Bulle! Wie gern ich doch jetzt ein Autoradio hätte. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen Melodie. Oh, wir sind einfach so ein bisschen gelabert von so einem scheiß Moderator. Ja, und jetzt das Wetter präsentiert ihn McManus. Mr. Manus. Unser Wetterfrosch. Super, ich habe Gold gemacht und eins dazu bekommen. Plus eins, das ist Wahnsinn. Awesome. So nice. Ach, spätestens dann, wie gesagt, mit den Platin-Dingern. Ja, das sind haut richtig rein, ist klar. Ja, das sind teilweise Dinger dabei mit plus 50 und so. Also. Ja, aber da muss erstmal Level 50 sein. Ich hab die Hälfte. Ja, ach, Las Vegas und Co. wird das dann relativ schnell. Muss jetzt. Nur plus mit diesen ganzen PvP-Events, was wir schon mal machen wollten, brauchen wir halt gar nicht zu machen. Weil da sind alle so ab 1200 so, ne? Ah, okay. Mhm. Ja, die sind alle halt OP, ne? Ja, halt Fraktionsmission wollten wir eher nochmal machen und dafür brauchen wir auch hohe Fahrzeugstufen und dann hauen wir da halt in eine Fraktionsmission, wo wir auch eine Stunde circa... selbst bei den Fraktionsmissionen, die orientieren sich teilweise an dein Fahrzeug, glaube ich. Ah, okay. Na, ja, aber egal, dann sind wir auch eine Stunde unterwegs, ne? Da freue ich mich irgendwie auch schon. Ja, so eine Fraktionsmission wäre auf jeden Fall mal nice. Grenztor geht, wie gesagt, 2,5 Stunden circa. Ja, das ist immer komplett außenrum um die Karte. Machen wir am besten ganz zum Schluss. Also brauche ich 4,5 Stunden. Kommt drauf an. Alleine wahrscheinlich nicht, aber wenn du mit uns fährst, ja. Hat er jetzt wirklich bei 310 nochmal runtergeschaltet? Weil es den Berg ein bisschen hochging? Ist ja krank. Damit er hochzieht. Bei 3,18 hat er wieder hochgeschaltet. Okay. Jetzt bei 3,16 wieder runter. Er kann sich nicht entscheiden. Junge, so sparen wir keinen Sprit. Ja, genau. Sprit sparen in einem Ferrari. Na klar. Öko. Öko-Ferrari, ne? Blue Motion und so. Hier ist ein Elektro-Ferrari. Ja, so halbes Rennen gefahren. Ja, Junge, ich muss kurz aufladen. Ja, genau. Abfahrt. Damit er immer so eine scheiß Animation zeigen muss. Warum wird man alles reinfahren muss? Ja, ich davon ausgehe, dass er den einfach noch zur Seite schiebt. Wo willst denn du hin? Vielen Dank. Ja, ich fahre immer noch Cockpit. Ich fahr auch Cockpit. Oh Gott, da hätten wir rechts ab. Oh Mist. Die Ausfahrt habe ich verpasst. Ihn holt auf und nö. Ah, ist das schön. Es geht gleich nach rechts. Okay. Nur zu bekommen, verdammt. Mein schöner Vorsprung.
Du bist 2,2 Kilometer und Tino ist 1,6. Nee, du bist 1,5 und Tino ist 2,2. Tekko, du bist aber krass vorbeigerauscht, oder? Ja. Ich hab grad den Pfeil nach rechts weg, die blaue Linie oder die. Also ich hab ja eine blaue. Aber bist du jetzt wieder vor mir? Ja, so krass bin ich mir auch nicht vorbeigerauscht. Ich bin ja immer noch vor dir halt, aber. Ich hab trotzdem extrem viel Vorsprung eingebüßt. Ja, einen Kilometer. Ich hab, als der Strang dann irgendwie rechts auf einmal wegging, habe ich mich gewundert und hab dann sofort in die Handbremse reingeklopft. Wow, das ist aber auch eine Strecke, die wir hier fahren. Ich fand schlechten Eltern, du. Oh, super. Fahr dem Typen am besten hinten drauf. Na egal. An dieser Stelle war das gar nicht mal so schlimm. Autsch. Ich glaube, du hast dein Heck fast verloren, egal. Verloren? Verloren, so ungefähr, ja. Ist abhanden gekommen. Echt, bei mir sieht alles noch okay aus. Dann rennen die während der Fahrt abgeschraubt. Die Klausau. So, 69 Kilometer noch. Bei mir. Ihr habt nicht mehr so viel, glaube ich. Noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ja, ja. Falsch abgebogen. Uiuiui, aua. Links oder rechts? Weiß ich nicht mehr. Hier, wo ich bin. Ach, genug Cockpit für heute. Wieder vernünftig fahren. Ja, ich fahre jetzt auch mal außerhalb des Cockpits, das ist echt anstrengend. Ja, Cockpit ist halt echt wirklich schwierig auch zu fahren. Oh. Aber es macht so viel Spaß. Ja, macht es durchaus. Am besten dann noch mit Lenkrad und Gaspedal halt. Nee, Lenkrad und. Da das alles so arcade-lastig hier ist. Ja, das ist es wirklich. Kommst du mit dem Lenkrad nicht? Also bei Crit damals. Da hat's ja noch diesen Simulationseffekt mit drin, da ist ja Tino mit dem Lenkrad über abgegangen, diese. Aber. Bist doch Lenkrad gefahren, oder? Ja, ja. Also hier brauchst du kein Lenkrad probieren. Ja. Kannst du vergessen. Hast du schon getestet? Nee, also ich denke mir echt, weil ich eigentlich Rennspiele immer mit Lenkrad spiele. Aber hier habe ich es gleich gelassen, weil ich denke, hier ist absolutes Versagen angesagt mit Lenkrad. Also kann ich mir vorstellen. Okay. Weil das wirklich halt, wie Randy sagt, so arcade-mäßig ist. Aber ich habe jetzt gerade fast jedes Auto getroffen, was vor mir war. Das ist nicht gut. Deswegen habe ich dich ja geholt. Wenn ich jetzt irgendwie wieder auf die Straße kommen würde. Ey, sag mal, jetzt verpiss dich hier, du scheiß LKW. Boah, ey. Das ist eine Aufgabe an. Das LKW ramme ich rein und fährt einfach außerhalb der Strecke weiter und blockiert mir so den Weg. Voller Cockblocker, ey. Da hilft doch nicht mehr ausrollen, da muss ich auf die Eisen gehen, dass ich hier nicht drauf fahre. Und schon wieder so ein scheiß Gegenhacker. Oh, das Tino hat mich eingeholt jetzt. Was? Ja, hast mich überholt. Ich hab dich überholt? Ja. Okay. Aufgrund des doofen LKWs, also, wo ich zurückgesetzt war, weil ich eingebaut hab. Ja, NPC-Spieler. NPC-Spieler. Ja, stimmt. Es können ja immer bis zu 8 Leute im Main-Gebiet unterwegs sein. Schon eng, diese Straße hier mit Gegenverkehr. Ja, das ist so doch schon ein bisschen heikel, Popeike. Oh, 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 oh. Du bist ein Vollidiot. Hast du einen Führerschein, Digga? Ja, nee, natürlich. Hat er nicht. Voll das Rohr, ballert er mal wieder hinten rein, der Sack, ey. Nee, ja, links wäre ein NPC gewesen, rechts auch, also. Bist du da drüber gesprungen, ja? Ja, ich hab gerade den Sprungtest noch nebenbei gemacht. Und. Boah. Ne, ich hab nur Silber bekommen. Ja, ist auf der Minus 37, danke nämlich. Die Nummer hast du eigentlich angestellt, dass du von der Polizei verfolgt. Weiß ich nicht, Tekko. Ich weiß nur, dass ich ein Ziel habe, das ist dich zerstören.
Und die Bullen rammen mich hier einfach von der Straße, ey. Es ist echt zum Kotzen, ist das. Wie viel haben wir denn noch? 55 Kilometer noch. Wir sind schon bei 15 Minuten. Ja, ja, normal. Ja, das war klar, dass wir... das war klar. Hier ist tatsächlich ein Sprung. Oh Gott, nach einer Kurve, das ist ja unfair. Den hole ich mir jetzt auch, den Sprung. Ja, fuck, ich hab den Sprunghügel verpasst. Ach, da ist der. Oh Gott, ich habe ihn seitlich getroffen. Ne, den mach ich nochmal. Ich bin in die Landezone. Ja, da bin ich nicht mal gelandet gerade. Zentrale, Verdächtiger wurde verhaftet. Och, geht hier Gegenverkehr. Sind denn nachts noch hier so viele unterwegs, ey? An alle Einheiten im Gebiet, ein Verkehrsmauli wurde... Und wir kommen schon mal hier Richtung Wüste. New Mexico sind wir jetzt. Weil es jetzt wenigstens Gold. Oh ja. Oh, plus 22 für den Ferrari? Nice. Das ist so, wenn du die, wenn du den Highway unten nach LA durchfährst, das sieht dann irgendwann richtig geil aus. Wenn du durch die Wüsten machst. Das war ein sehr schöner Sprung, den man hier macht, ne? Du warst ja schon, bist ja schon mal nach LA gefahren, oder? Ja, ja. Warum kriege ich immer Grip-Bonus? Weil du es brauchst. Damit du immer andere Leute wegwachst. Ja, hey, genau. Im Vergleich zu euch halte ich meine Spur und fahre dann halt. Ja, warum? Weil du uns als Bande nimmst. Oder ja, Bremsbonus, nee. Ist bei dir vielleicht auch ganz geld. Ich habe guten Bremsbonus, das Problem ist, warum sollte ich bremsen? Wer bremst, verliert. Wenn, bei Krabs ist es immer so, Krabs fährt neben mir, auf einmal zieht er links rüber, wenn ich links von ihm bin, aber der zieht immer vor mich und dann wird er weggerammt. Entschuldigung. Was schon? Ich denke mal, du hast auch das Ding hier angenommen. Ja, genau, aber da aber kommt das Ding dann irgendwie komplett. Ja, richtig. Muss man mit einem anderen Auto Wagen machen, halt. Oh, hier links ist Silber. Warum setzt er mich jedes Mal zurück? Könnte ich kotzen, ey. Weil du was eingebaut hast. Ach so, okay. Bitte, Decker hat einen neuen Rekord aufgestellt. Ich war kurz vor Gold, aber da hat es irgendwie nicht mehr gezählt. Oh, was kommt da hinten? Ja, müssen wir mal abbiegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast irgendwas gegen mich. Ach, nö. Wie kommst du denn darauf? Ich weiß es nicht, glaubst du, du hast einen Unterton in der Stimme. Findest du? Oh, hier ist aber die Straße etwas, Betonmischer. Etwas sehr geflickt. Die Straße ist etwas Betonmischer, ah ja. Oh, noch ein Betonmischer, hier fahren aber viele Betonmischer. Wir müssen wahrscheinlich weiter vorne noch die Straße blicken. Na, gibt's das? Was ist das hier? Slalom oder was? Ach nee, die Dinger kaputt fahren hier. Ach, das ist doch kacke. Ich mach dir hier kein Offroad, was soll das? Nö, lass mal gut sein. Teko, wenn du nicht sterben willst, ich sag dir, wenn du nicht sterben willst. Oh Junge! Ich sag mal, du hast ja echt nicht mehr alle, ne? Ey, renn der wieder voll mich rein. Die Pissbirne, ey. Ja. Was, wo fahr ich jetzt hin hier? Du hast einfach gebremst. Jetzt hab ich mich zurückgesetzt wegen dir. Ey, da stand X für nochmal machen. Ey. Du bist langsamer geworden, warum bist du plötzlich so richtig? Weil wir rechts rum mussten. Sag ich auch gemerkt. Guckst du eigentlich mal auf die Karte? Du bist wirklich eine Pissbirne sondersgleichen, ey. Es geht gar nicht sowas. Oh Mann. Ja, ich hab das zu spät gesehen. Da haben wir, warum wird der langsam auf einmal und du kommst? Das ist, ey.
Weil du nur mein Heck anvisiert hast. In dem Moment, wo ich bremse, gibst du Gas. Das ist doch so, oder? Da lacht er noch, gell? So schäbig. Ich kann nicht. Ich bin wieder gecrashed. Bin ich voll. Ich warte gerade auf die Telefonie. Ich will gerade, ob wir die Autos wechseln. Ja, der andere war jetzt sehr dabei. Da hat schon gedacht, ich geh mal auf den Muschelago. Achso, nee, ich hab. Scheiße. Ich hab mir überlegt, ob wir nicht die Offroader nehmen. Warum geht das hier schon wieder da nicht so lang? Also, beziehungsweise die Rallye-Wagen. Jetzt habe ich mich wieder zurückgesetzt. Ey, wollen die mich verarschen? Ey, jetzt raste ich aus. Ey, jetzt raste ich aus. Jedes Mal drücke ich hier die fucking X-Taste. Ey, Teko, bleib stehen, du wartest jetzt. Okay. Oh mein, das sah gerade so episch aus. Was denn? Tino versucht mich zu rammen. Ich streif mich nur ganz leicht. Ich krieg. So hey, ich bin voll in dich hinten reingefahren. Ich habe nur so einen leichten Schubster gekriegt irgendwie. Ach so, okay. Und bin kurz nach links an dem NPC-Auto vorbei und dann auf einmal rast du da einfach über den Berg drüber. Der schickt mich gleich da bestimmt Offroad hier, oder? Ja, tut er jetzt schon. Kommst du mit? Willst du Wagen wechseln? Warte. Oh, den habe ich wohl überfahren. Doch viel lustiger. So, fortfahren. Ah, danke. Sehr nett. So, Teko, ich komm. Ne, ich komm nicht, weil die Ampel hält mich fest. Die Ampel hält dich fest, das ist ja gemein. Die Laterne da. Oh, oh, oh. So, jetzt aber. Wow. Ja, genau, das ist mir auch passiert. Teko, du sollst stehen bleiben. Steh doch. Komm. Du stehst nicht. Ich stehe sehr wohl, willst du mich verarschen? Okay, dann stehst du jetzt. Ich stehe schon die ganze Zeit. Ey, wo bist du jetzt hier? Ja, nee, das ist wichtig, wie du fährst. Ich will dich jetzt pulverisieren. Oh, oh. Tja! 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 Okay, nix passiert. Nix passiert. Ach komm schon, Alter, die können mir doch nicht so ein Ding zeigen, ey. Was ist das? Nix passiert. Ey, jetzt, Alter, ich mach hier Alter. Die Challenge. Jetzt lass mich ja in Ruhe. Ich bin noch viel zu weit weg von dir. Außerdem habe ich gar nicht vor, dich zu rammen. Habe ich nie. Nee. Das passiert nur irgendwie immer. Ja. Wups. Wups. Passt du weg. Sag da. Nein. Ja. Nicht direkt hinter mir herfahren. Da geht's runter. Oh, also. Gold. Dickes Gold habe ich hier. Du wirst eh gleich wieder zurückgesetzt, wenn du es einbaust. Noch haben wir ja da Zeit. 8 Sekunden. Das war ja echt easy, diese Mission, ne? Ja. Boah, plus 13 ausstatten. Okay. Da ging's, da geht's auf jeden Warum Fall Warum bist du nicht zurückgesetzt? Weil ich jetzt erst zurückgesetzt werde. Bist du unten? Ja, ja, ich bin easy runtergegangen. Ah, ich wurde nicht so weit zurückgesetzt wie du. Warum? Weil du ein Cocksucker bist. In dir vor, aufsteigt. Ja. Nee, du bist ein Cocksucker. Das ist alles. Ja, ich bei CSGO machen wir, oder? Was hast du zur Hölle vor? Leitet der dich echt da lang? Ja, der leitet mich wirklich hier lang, das ist kein Witz. 40 Kilometer. Wie viel haben wir noch? 30. Was? Ja, die fahren ja querfeldein, die sind nur 3,75 von uns entfernt. Ja. Alter, ist schwer, ey. Was macht der? Nee, nicht oben lang, unten lang ist schon richtig. Aber der hat meinen Wagen einfach gedreht. Was nicht ernsthaft, oder? Hey, was? Nee, das geht nicht. Wir fahren mit den beiden Rallye-Wagen, die ihr euch gleich holt. Ach so, okay. Ach, die wir uns gleich holen. Schön, dass ihr mit denen schon fahrt. Ja, wenn sobald du die ausgewählt hast, kannst du dir Wegpunkte setzen, wie du willst. Sie leiten dich querfeld ein. Luftlinie quasi. Nur Witz, ist kein Witz, ey. Haben wir in den Zaun gerammt hier. Also ich kann nur empfehlen, den BMW nicht zu nehmen. Naja, den BMW wird ich als Rallye auch nie nehmen. Geht aber, ist aber halt das Ähnliche drüber als Rallye, als Ähnliche zur Verfügung. Also, naja, kann halt nur Rallye, glaube ich. Okay. Ist ja das Lustige. Der Hammer H2 ist halt geil, aber ne, das kann sich wieder keiner leisten. Der kostet über eine halbe Million, ne, 800.000 kostet er. Ach, scheiß, doch, die waren dann aber das Geile bei dem Hammer ist, von
Von 0 auf 100 in 13. Hätte ich gar nicht mitgekriegt. Hab mich schon gewundert, was die Holzlatten meiner Windschutzscheibe machen. Ja, gut, der Hammer, wie da schlage ich mich wirklich so. Was, der Hammer? Nee, ich hab mich gerade richtig, richtig übel überschlagen. Nee, das ist schon richtig da, wo du lang gefahren bist. Der hat mich nur scheiße zurückgesetzt. Karren sind schon komplett Schrott, Alter. Dafür, dass sie Rallye sind, halten sie nicht wieder aus. Aber ich find's lustig, hier so durchzufahren. Ja, das ist richtig lustig auf der Straße. Wollen wir nicht mal so einen Ferrari im Nacken haben, der auf jeden Fall hinten reinfahren möchte. Der Ferrari hat gerade schon wieder einen Unfall gebaut. Okay, dann warte ich mal liebevoll auf den Ferrari. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Na, vielleicht trifft er mich dann mal. Naja. Kannst gar nicht, ey. Was ist das hier vorne von der Slalom? Ich bin nachher CSGO, ich knall dich ab. Ja, alles klar. Willst du gegeneinander spielen, oder? Nein. Und ach so, stellst dich einfach nur hin und lässt dich messern von mir, den ganzen Abend heute. Okay. Aggressionsbewegung. Bis ich gebannt wäre. Warum fährt mein Auto eigentlich nie dahin, wo ich das will? Ach komm, ist doch egal. Man kann mir schon vorstellen, dass du da nicht hin wolltest, ja. Oh. Von der Polizei? Ich bin in Sicht, wir sind 160 Schnur gerade ausgefahren, ne? Ja, genau. Soll ich nochmal auf dich warten, Tino? Hm. Komm, dann soll mich vielleicht so Offroad lenken. Ja, das geht vermutlich nicht. Ja, naja. Weil wir fahren, ich meine, mehr schneller als 170 wird mein Wagen hier nicht. Echt nicht? Berg hoch sogar nur 160. Hm. Oh ja, hier geht's Offroad. Juhu! Geh weg, du Hampelmann. Junge, guck auf die Karte. Oh oh. Ach, schön, das ist nicht roh, ich muss ja weg. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh weg, Junge. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, Zaun. Das Licker, der Zaun Scheiße. Hat die Geht sie irgendwo hoch? Gut, geil, Zaun. Da müssen wir nochmal ein Stück zurückfahren. Puh. Bin da vorhin runtergefallen. 26 Kilometer. Ey, komm, das gibt's doch nicht, wieso kann ich das Ding nicht hochfahren? Gerade lang. Oh, boah, das war das denn für ein Berg, ey. Ein schöner Sprunghügel am Schluss. Ja. Dann direkt in die Kurve rein. Ja. Boah, hier geht's lang. Diese Canyons sind echt ganz schön gefährlich, muss ich einfach sagen, ne? Wir kriegen dann ja auch in der Rallye waren solche Herausforderungen wie erzwinge den Berg oder so, wo du dann halt mit so einem Kachel halt auf so einen Berg hochrammeln müsst. Dafür halt Bergrennen? Bergrennen, ja, aber halt alleine hast du solche Mini-Dinger halt. Das ist cool. Und da überschlägst du dich aber auch 3000 Mal, weil die sagt immer, ja, hol alles aus ihnen raus, die Karre hält was aus. Fährst du so gegen schräg auf so einen Stein drauf, überschlägst du dich aber 3000 Mal. Oh nein, so knapp vor Gold. Nein, echt so extrem, das war echt extrem knapp. Oh, ich sehe nur noch den Sternenhimmel. Ja, yeah, genau, richtig. Ja, aber den Himmel. Oh, guck mal, hey, guck mal, Jungs, hallo. Ey, nee, oder? Alter, habt ihr aber gar nichts gut gemacht, Leute. Ey, was soll das? Aber wir hatten mehr Spaß als ihr. Boah, was ist das, Crap? Aber da habt ihr ja wirklich gar nichts gut gemacht. Guck, wo du bist. Ey, auf mit dem Scheiß, Mann. Du direkt so, ey, ich glaub schon. Oh, Indie-Bullen, schön Tango. Schön Tango. Ey, ihr habt echt was gegen mich, oder? Du wolltest uns gegen Flats verschwören irgendwie. Alter, ey. Geht gar nicht. Drückt er mich in die Kopfkarre. Der baumelt auch nur noch ab, mein Heckspoiler. Der baumelt nur noch so halb am Auto dran. Wackelt die ganze Zeit, macht mich ein bisschen nervös. So, jetzt ja. Was ist das hier vorne? Ziel, so. Tore treffen. Das kann man schaffen. Fuck. Das ist aber selbst gemacht. Das hat mich mehr erwischt als dich. Das ist doof. Hä? Lädt er jetzt so lange? Oh, das gibt's doch nicht, ey.
Ja, jetzt kann ich nicht schneller durch die Tore fahren, weil da vorne so ein Ferrari ist. Ah. Kann auch nichts dafür. Bronze. Und Silber habe ich sogar noch bekommen. Wow. Was bitte war das? Hast du was einbauen lassen? Ja, habe ich mich gerade genau auf dich zurückgesetzt? Ja, aber genau. Das war gut. Na, Krabs. Ach, da ist er wieder im Porsche unterwegs, ja? Oh, fuck, shit. Wow! Das habe ich gesehen. Der war nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht. Krabs, du bist 100 Meter von uns. Leck mich am Arsch. Von der Kurve aus gesehen. Alter Schwede, einfach mal Vollgas geradeaus durch. Kurve, Bad Mo. Da sieht man ja auch nicht den Scheiß. Ja, ihm sagst du nicht, guck auf die Karte, ne? Der war nicht schlecht. So, da hinten glitzert es teilweise schon, das ist dann schon wie bei Las Vegas. Da hinten sieht man es funkeln. Dunkel. Das ist so toll. Wie lange geht der Part eigentlich schon? Das würde mich mal interessieren. Halbe Stunde. Seit fast 32 Minuten. Uiuiuiui. Ja, eigentlich würde man schnell nur 20 Minuten fahren, aber. Ihr habt ja einen Rallye-Abschnitt. Aber mit Tango kannst du es ja vergessen. Ja, mit mir, genau. Der Rallye-Abschnitt, ich fand ihn lustig. Das war jetzt überhaupt nicht schneller, aber lustig. Nee, schneller im Gegensatz, viel langsamer. Also im Gegenteil. Ja. Hätten wir ja nicht so viele. Wir haben ja 4 Kilometer aufgeholt. Ja, richtig. Nee, ja, wir hatten zeitweise mal 10 Kilometer Unterschied. Ja. Ja, aber von der Distanz auf jeden Fall. Aber das war, als hätten wir es geplant. Wie getimed, oder? Sind wir aus dem Offroad da rausgekommen? Ja. Also nach 80 Kilometern oder so, dann wirklich zeitgleich da, das ist schon heftig. Ja, das, wir haben diese Strecke, sind wir auch schon 1000 Mal gefahren, damit wir es genauso euch bieten können. Hm, klar. Hast du geübt. Nach 3 Proben. Oh nein, ich möchte nicht nochmal fahren. Oh fuck. Ich bergauf fahren hasse. Immer schön quer fahren, da kriegst du Kohle. Ja, wenn immer nur alles leiert hier. Bleib auf der Linie. So, ich habe noch 8 Kilometer. Der hier schon wieder blau ist. Ja, die Ideallinie geht wieder komplett woanders lang. Sehr schön, die Ideallinie. Hier der Hooverdamm, wo wir gerade drüber gefahren sind? Nee, das ist nur so eine lange Brücke, ja, oder? Ja, ich meine ja, oder? Aber der hat nicht komisch aufgepasst, ehrlich jetzt? Ja, das war ich glaube, ich fahre nochmal zurück zu Meilenstein da. So. Weil der Hoover, der macht auch so komische Türme eigentlich normalerweise. Bin gerade im Mountain States Death Valley. Aber so hoch wie das hier ist, könnte das durchaus sein. Da hat Xenon, eindeutig. Da hat Xenon. Hoover-Staudamm betreten. Gucken wir uns mal den Hoover-Staudamm an. Ja. Dick, aber ich bin da gegenüber von dem Hoover-Staudamm gewesen. Ach, guck an. Seid ihr wieder so weit weg von mir? Geil. Worth it. Ich hab den Hooper-Staudamm gesehen. Und die noch nicht, ne. Warte mal, Offroad? Hast du gerade das Ding auch gemacht? Oh, Alter, wie krass, ey. Ey, das ist ja episch, oder, Krabs? Das sieht richtig geil aus. Das sieht ja wirklich fett aus. Ja, die Open World ist denen gelungen, das muss man lassen. Die Bullen nicht, aber die Open World schon. Abstriche muss man machen. Ja. Oh, ich hab mir das angeguckt und da bin ich ein bisschen falsch gefahren. Machen wir halt hier hinter, ja. Hinter dem Casino oder was es sein soll. So, wir müssen ja zum Tuner, habt ihr gesagt, ne? Ja. Aua. Aua, aua. Schon ziemlich geil aus hier, ne, wenn wir so auf Las Vegas zukommen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon episch. Man hat mal Glück, dass es nachts ist.
Das sind ja wirklich alle in den Herbums. Also Krabs und ich kommen immer in neue Städte an, wenn es nachts ist. Weil bei unserem anderen Special war es auch Nacht irgendwie. Richtig. Ganz ah, sieht schon krass aus hier, dieser Strip. Hoch über 300, kann ich nicht mal lesen, aber trotzdem danke. Hoch über 300, gut, ist dann halt nicht. Oh, ich bin beim Tuner. Hurra. Ich weiß gar nicht, warum ich da hinfahre, ich hab das geschafft. Ich bin vorbeigerauscht wieder in dieser doofen Kurve. Das ist die einzige Gelegenheit. Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Dann kreuz auf und wir können uns. Oh yeah. Sagst du, meinst du Alita? Was? Meinst du Alita? Alita. Nee, ich meine die Kontaktperson, die wir jetzt hier gleich treffen. Ja, für das Fahrzeug gibt es keine Rallye-Ausstattung, okay. Alter Racer oder Razor oder wie der auch mal ist. Rockstar oder sowas heißt, glaube ich. Rockstar. Da gehe ich mal ganz kurz in die Garage. Aber es gibt nur ein Fahrzeug, oder? Wir müssten neue Sachen aus. Ja, das, was du hast. Das eine, das erste. Mhm. Also, du kannst natürlich auch noch nach und beim Autohändler gucken und da halt neues kaufen. Du kannst jetzt ja, aber ganz ehrlich gesagt, würde ich deins nehmen. Trau mir. Ach so, Scheißendreck. Trau mir und nimm das, was du hast. Ja, ich bin wieder rausgegangen. Nee, ich glaube, das, was du hast, der Ferrari ist nicht für Rally. Ich kenne dich doch nicht. Der Ferrari. Nee, nee, den ersten, den er sich ausgesucht hatte. Ach so. So. Und einmal Rally. Gut, Kit ist von Zoe bezahlt. Hast du Stufe 30? Ich ja. Ich hatte dieses Szene eingebunden lässt. Nein, nein, nein. Oh. Ja, oh. Der Lampo ist vorbei, da geht ich durch die Schnauze an. Oh. Oh. Oh, oh, nur oh. Oh, oh, ja. Das sieht aber nice aus. Oh, ja. Das sieht aber sehr nice meine, aus. Oh, oh, oh. Ist der Schweizer, oh. Der das mal hier synchronisiert hat? Ja, ja. Deinen hm? Wagen. Oh, ja, steckst mal hier, oh, ja. So, ich schließe dich, ja. Ich spritze auf Eier. Nee, ich spritze auf Muschi. Achso, ne, Performance haben wir ja noch nichts, ne? Visuell, was kann man da Schönes? Aufkleber? Gar nichts. Ah, sehr schön. Das macht's mir immer am einfachsten. Genau. Reden. Felgen sind doch... Ach nee, oder? Ernsthaft? Also ich hätte nicht der Tag geworden, als ich in den Tuner reingefahren bin. Ach nee, hallo, würden Sie mit Abstand? Da drauf. Gut. Was habe ich jetzt? Fahrzeug 509, ne? Das ist doch schon mal gut. Ja, siehst du. Dass es für den Ford GT keine Rallye-Ausstattung gibt, finde ich eine Frechheit, ne? Ja. Banane. Bin Ford Focus, das ist wirklich bis darüber gegast. Bleib bei deiner alten Fraktion oder such dir eine andere. Oh, neue Fraktion. Die Snakes. Du musst eigentlich zu den Snakes gehen, ne? Weißt du Bescheid? Deko. Die Viper. Seid ihr bei den Wolves geblieben? Ja, ja. Ja. Okay. Ich auch. So, komm, ich will jetzt hier mal wenigstens noch mein Rallye oder mal kurz fahren. Ist ja lustig. Was meinst du? Das Auto, sage ich, ist ja lustig. Ja. Ein Teil, ey. Aus einem Bus. Oh, wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Du bist, na warte, du kommst. Ja. Wow. Da kommst du gerade. Oh, nee, ich sehe dich auch ja, nicht. Ja, ich sehe euch aber nicht. Ich sehe dich auch nicht. Wenn ich sehe. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir am Ende sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Schön, Special. Ramm ich den hier noch kaputt hier. Und? Sehe ich ihn jetzt? Komm auf. Ich sehe ihn nicht. Der fährt rückwärts schneller wie ich vorwärts. Wie geht denn das? Ja. Wow, nice. Mal wieder. Und es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute. Ciao.